Hallo zusammen. Heute verrate ich Ihnen meine drei universellen Grundregeln, die für alle Posaunisten und Bläser gelten. Es sind Mund, Zunge und Fuß. Wenn ihr diese drei beherrscht, stehen euch alle Türen und Räume offen. Sei es in der Klassik, im Jazz, Rock, Pop oder sonst wo, wo ihr mit euren Posaunen vorbeischaut. Meiner Meinung nach kann man alle größeren Probleme, warum man etwas nicht hinbekommt bzw. warum die Posaune keinen Spaß mehr macht, immer auf diese drei zurückführen. Die Ursache dafür findet man immer beim Mund, der Zunge oder dem Fuß. Hier habe ich den Flyer, den gibt es auch als großes Plakat auf meiner Webseite. Dort sind auch Erklärungen, was genau ich mit Mund, Zunge und Fuß gemeint habe. Ganz vereinfacht erklärt, Mund zum Atmen, Zunge zum Stoßen, Fuß zum Zählen. Atmen nur mit dem Mund, Zunge bedeutet einzelne Töne mit der Zunge anstoßen und Fuß heißt, sich beizubringen, gleichzeitig zum Spielen den Grundschlag zu schlagen und mit dem Fuß zu zählen. Zu jedem einzelnen Punkt gibt's manchmal Ausnahmen, aber vergesst die Ausnahmen. Diese drei Grundsätze sollten automatisch funktionieren. Deswegen, bis es der Fall ist, lieber nicht zu viel über die Ausnahmen nachdenken. Es ist wie beim Fahrradfahren. Erst müsst ihr fahren können und dann lernen, wie man zum Beispiel die Hand ausstreckt beim Abbiegen, die Rückbremse benutzt oder auf dem Hinterrad fährt und verschiedene Tricks versucht. Mund zum Atmen, Zunge zum Stoßen, Fuß zum Zählen. Und natürlich üben, üben und üben. Diese drei sind auch entscheidend. Wenn ihr damit nichts anfangen könnt, dann kommt zu mir zum Unterricht oder fragt einen Lehrer in eurer Nähe. Ansonsten vertraut mir einfach, Mund zum Atmen, Zunge zum Stoßen, Fuß zum Zählen und checkt es ein Jahr lang aus. Wir hören uns am selben Ort zur selben Zeit. Tschüss.